Ja, hallo meine Lieben, hier ist eure Marion von Marions Kreativland. Ich bin jetzt mal hier beim Action. Ich wollte euch nur mal kurz hier, schaut mal, der Wagen ist voll. Wieder kaum was zum Basteln. Ich habe aber neue Bastelsachen gefunden. Und ja, wollte euch nur mal kurz meinen Wagen zeigen. Ich zeige euch mal eben hier den Action. Der ist richtig, richtig toll sortiert und aufgeräumt. Und ja, wir sehen uns dann gleich beim Auspacken. Tschüss, meine Lieben, bis gleich. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Leute, Leute, es ist eskaliert. Ich bin es echt eskaliert. Oh, ich habe so viel gekauft, ihr Lieben. Oh, ja, gut, aber ich freue mich trotzdem. Ich habe wieder was für draußen. Ich habe ein paar neue Bastelsachen gefunden. Und ja, und wenn ihr sehen wollt, was ich alles gekauft habe, dann bleibt bitte dran. Ich würde mich freuen. So, wir fangen mal an. Ich habe mir noch mal hier diese Matten gekauft für die Hunde. Ich mache es durcheinander, weil ich den Einkauf gerade nur hingestellt habe und habe gedacht, ich mache euch jetzt das Video. Ich habe mir noch mal die Matten hier mitgenommen. Ich hatte euch ja gesagt, die waren ja nicht für mich. Jetzt habe ich mir noch mal welche trotzdem mitgenommen. Habe gedacht, ist ja doch ganz nett, auch vielleicht mal so unten auf der Terrasse. Dann rutscht der Pott auch nicht immer so hin und her. Auch wenn sie ein bisschen klein sind, hätte ich gerne ein bisschen größer, aber macht ja nichts. Also davon habe ich mir noch mal 3 Stück mitgenommen. In Grau, weil Grau ist ja immer nicht immer verfügbar. So, dann habe ich mir noch mal hier diese Lämpchen in jeder Farbe 1 mitgenommen. Wobei mein Mann gesagt hat, hättest du noch ein paar mehr mitbringen können. Die sind, also die Matten kosten 1,36 Euro. Und die sind heute im Angebot und kosten 88 Cent. Sorry, ihr Lieben. Da habe ich mir jetzt noch mal 4 Stück mitgenommen. Und wie gesagt, mein Mann sagt, oh, hätte doch noch mal mehr. Wollte ich die Woche sowieso noch mal hin. Ich sage euch auch gleich, warum. So, die tun wir jetzt aber so, dass sie nicht kaputt gehen. Ich muss mal eben gucken hier unten. So. Ich bin ja in meinem Bastelzimmer und ist ja immer Chaos. Und jetzt bei den Sachen, okay, dann habe ich jetzt mal hier diese Pöttchen mitgenommen, diese Aufzugspöttchen, einmal in dieser Größe und einmal hier in dieser Größe, 8x8 und hier sind 6x5,6 cm, 12 Stück und da sind 8 drin, haben gekostet 76 Cent, wenn mich nicht alles täuscht. Also die Preise, wo ich noch im Kopf habe, die sage ich euch, weil ich habe den Kassenbon, ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt unten gelassen habe. So, aber wenn irgendwelche Fragen sind, ihr könnt mich ja immer fragen und dann suche ich den raus und schreibe euch dann nochmal den Preis dahin. So, da habe ich gedacht zum Aufziehen, weil ich wollte mir jetzt endlich ein Hochbeet machen. Außerdem fand ich die so schön, weil schönes handgemacht, die liebe Dörte, die hatte auch mal gezeigt, dass sie davon so einen Ballon gemacht hat. Und da habe ich gedacht, ja, entweder zum Aufziehen oder man kann die vielleicht wirklich als Geschenk irgendwie als Ballon, Hochzeit oder Geburtstag. So, das waren diese. Dann habe ich mir, ich weiß gar nicht wie viel von den kleinen Schildchen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dummerweise, glaube ich, 9 statt 10. Okay, dachte eigentlich, ich hätte C genommen, aber egal. Zum Beschriften natürlich, wenn ich da irgendwas aufziehe, sonst vergesse ich natürlich, was da drin ist. Die haben gekostet 29 Cent. So, dann habe ich hier 2 so, also ich glaube, das sollen Armbänder sein. Ich finde jetzt die Farben natürlich nicht so toll. Ja, für Kinder sind die optimal. Die sollen die Mücken fernhalten. Habe ich mal irgendwie jetzt gerade hier extra stark wasserfest. Und ja, ich habe hier falsche Brille auf. Da kann ich einige Minuten lang mit Wasser. Oh, ich lese das mal. Ich hole mal eben kurz hier liegt meine andere Brille. Da kann ich besser. Das ist meine Bastelbrille. Und da kann ich auch ein bisschen besser mit lesen. Armband mit Zitronella-Duft. Gefahr, ja, kann allergische Hautreaktion, ja, das weiß man ja, ne? Verursacht Augenschäden. Auch klar, dass man damit nicht mit den Fingern in die Augen geht. Das ist natürlich auch nichts für Kinder. Also ich habe jetzt zwar Kinder gesagt, aber ich meine natürlich auch
Vielleicht ein älterer, aber habe ich auch nicht gelesen. Bei Kontakt mit dem Augen, ja. Aber was es genau jetzt sein soll, also Zitronella-Duft, wisst ihr ja, das macht man ja eigentlich für, wenn man ne, die Mücken und so fernhalten will. Ich habe die jetzt mitgenommen, habe gedacht, die lassen sich ja dehnen, hier so, wie die Haarbänder. Und habe gedacht, die tue ich mir einfach um den Blumenpott irgendwie stülpen, rumziehen. Da, wo man vielleicht sitzt, oder ich habe ja diese weißen Lampen vom Action, die Solarlämpchen, und da vielleicht drum. Das ist ja so, ich denke mal, das passt. Und dann hat man die am Tisch stehen und vielleicht bleiben die Mücken fern. Also das ist Nummer 1 für Mücken. Und dann habe ich hier sowas Lustiges gefunden, das habe ich mir jetzt auch mal mitgenommen. Ach, die haben gekostet etwas über 80 Cent, 79 oder 82 Cent irgendwie so. Der hier war allerdings 2 Euro, knapp 3 Euro. Da soll man direkt das Jucken mit wegbekommen. Also ist hier auch ein Bändelchen dran, dass man das unterwegs nehmen kann. Wer jetzt so ein bisschen mückenempfindlich ist oder so. Ja, habe ich gedacht, nehme ich mal mit. Fand ich ganz lustig. Gab es verschiedene Farben hier. Und ja, soll man dann da drauf mal schnell und sicher in der Anwendung. Flache Seite direkt über die Einstichstelle auf der Haut anbringen, Gerät zwischen zwei Finger halten und mit dem Daumen den Knopf drücken. Drücken Sie den Knopf 5-mal oder mehr. Sie entscheiden, wie viele Klicks. Ja, klar. Wenn man nicht so doll Stich hat, vielleicht dann nicht. Ja, habe ich gedacht, nehme ich mal mit. Fand ich jetzt 3 Euro jetzt nicht so. Aber gut. Ja, dann hatten Sie ja noch Mückensalbe. Die habe ich aber noch genug von der Apotheke. So, und jetzt muss ich euch zeigen, sind die nicht niedlich? Schaut mal, da hatten sie hier so kleine Zwerge, die kommen an einem Blumenpott. Sind die nicht süß? Sag doch mal, da gab es den in grün. Die haben gekostet 99 Cent. In gelb, auch ein bisschen, die hängen alles in so einem tollen Rostrot. Und in blau. Also die fand ich, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt bei allen so war. Macht ja nichts. Die fand ich richtig, richtig süß. Habe ich gedacht, die muss ich mitnehmen. Da waren nur die 4 Farben, aber reicht ja auch. So, dann habe ich mir, ich habe ja den Solarbrunnen mir gekauft. Und ich hatte so eine große Wasserschale, also so einen großen Wasserpott, Bottich. Der ist aber allerdings zu tief. Jetzt hatte der Action, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt hier, so einen, der ist nicht so hoch. Ich gucke mal, ob ich hier gerade, habe hier gerade einen. Der ist hoch, 12,5 und breit, ja, über 30 auf jeden Fall, 30. Ja, ich schätze mal 35, steht das hier drunter? Schaue ich mal. Nee. Aber so ungefähr 35 und die Höhe, wie gesagt. Und ich hatte so eine hohe Wanne. Die war, glaube ich, 30 hoch. Und da kommt nicht genug, das Wasser spritzt raus. Sieht nett aus. Also wenn ich mal fertig habe, blende ich euch mal bei dem nächsten Video ein Bildchen ein. Und hier ist jetzt, da kommt mehr Sonne dran. Weil je tiefer das Wasser dann in meinem Bottich geht, umso weniger Sonne kommt dran. Und dann macht er nur noch so ganz klein bisschen und deshalb ist das nicht so toll. Jetzt habe ich meine tiefere Schale, die stand jetzt auch bei den Solar-Springbrunnen. Ich hoffe, die ist dicht. Da werde ich natürlich direkt gleich umpopeln. Ja, und dazu habe ich mir, also die habe ich zweimal mitgenommen, weil ich noch einmal auf der Terrasse haben möchte. Dazu habe ich mir hier dieses Gras mitgenommen. Das wollte ich gerne da reinstellen. Kann ja ruhig mit Wasser bedeckt sein, obwohl ich merke, das ist hier irgendwie weiß ich nicht, wird ja nass, aber ist ja nicht so schlimm. Und die hatten beim Action noch einen schönen Buddha. Der Buddha hatte eine Kugel in der Hand und der war auch mit Solar. Da habe ich erst überlegt, ich glaube, das wäre dann auch zu viel, weil der Solarbrunnen ist ja, ich zeige euch den nochmal, ich habe mir den nämlich nochmal mitgenommen, weil ich ja gerne nochmal auf Terrasse machen möchte. So, der ist ja jetzt, ja, ich sag mal, fast so groß wie der Karton. So, und dann habe ich eigentlich noch eine Schwimmlilie.
Muss ich mal schauen. Muss mal gucken, wo es so kleine Schwimmblumen gibt für ringsherum. Also wie gesagt, wenn ich das komplett fertig habe, blende ich euch mal gerne, mache ich mal ein Foto und blende das ein. Und dann, wie gesagt, bin ich am Überlegen, ob ich dann vielleicht einmal nur das Gras mache und in dem anderen mir Tatsache den Buddha hole. Bin jetzt auch nicht so ein Buddha-Fan, aber ich finde, das hätte jetzt dazu gepasst. Deshalb, ich muss die Woche ja sowieso noch mal hin wegen den Kügelchen und deshalb schaue ich dann einfach noch mal. So, dann habe ich mir noch mal was vom Garten mitgenommen und zwar solche hübschen Stecker. Ich habe ja die Leuchteteile. Die habe ich jetzt in den Blumenkästen und die habe ich mir mitgenommen. Einfach so. Die kann man entweder einfach in Blumenpott oder im Boden stecken. Ich mache mal ein weißes Blatt darunter. Da sieht man vielleicht die Farbe ein bisschen besser. Habe ich jeweils zwei mitgenommen. Diese Farbe, dann diese Farbe. Hier muss man natürlich aufpassen. Ich habe gedacht, mir bricht schon einer ab. Kann man auch biegen. Deshalb, der ist so ein bisschen ausgehöhlter, aber das könnt ihr selber biegen. Die Farbe hier. Dann gab es noch, achso, der ist noch da drin, hier so ein schönes grün-blau. Eins, zwei und dann habe ich hier noch, ja, hier ist das. Der ist mir auch schon total verbogen, aber gut, ist ganz leicht, da muss man natürlich aufpassen. Die habe ich jetzt zweimal. Achso, es sind drei Farben und die habe ich jeweils mir zweimal mitgenommen. So. Dann habe ich mir ein Riesenthermometer. Ich habe euch ja in einem Video schon mal, da hatte ich mir ein schwarzes gekauft. Ich habe aber, hupsala, ganz, ganz dunkelbraune Balken um meinen Balkon. Und die finde ich immer schön, wenn man noch nicht rausgeht, um von Weitem schon zu sehen. Ich sowieso mit meinen schälen Augen. Und bei dem schwarzen ist das ganz schwierig. Erstmal war das schwarze nur so groß. Dann schwarz, wie gesagt, auf einem dunkelbraunen Balken. Fand ich jetzt nicht. Ich hatte mal vom Kick damals einen. Der war, ich glaube, so groß wie der Karton hier. Aber das reicht jetzt. In weiß hat gekostet 99 Cent. Die Schmetterlinge im Übrigen auch 99 Cent. Und dann habe ich mir noch mal zweimal hier diese, der mir die Vögel von meinen Obstbäumen fernhalten soll. Die hatte ich ja im letzten Jahr schon gekauft. Letztes Jahr waren noch 99 Cent, jetzt 1,11. Finde ich, das geht, wenn man bedenkt, wie die Lebensmittel alle aufschlagen. Finde ich das noch okay. Dann habe ich einmal Rhododendron-Dünger mir mitgenommen. Ich habe drei große Rhododendrons im Garten. Da wollte ich mal gucken, ob das was nutzt. 99 Cent finde ich jetzt auch mega für so ein 800-Gramm-Paket. Habe ich mal probeweise mitgenommen. So, dann habe ich, die zeige ich gleich, weil die sind nämlich vom Aldi. Ich muss mal mein Täschchen rumholen und das runter, sonst komme ich nicht da dran. Tasche ist voll. Habt ihr ja gesehen an dem Wagen, ne? So, dann habe ich jetzt, kommen wir mal doch ein bisschen zum Basteln. Wie gesagt, ist ein bisschen durcheinander. Ich hoffe, ihr verzeiht. Ich nehme das jetzt einfach so aus der Tasche raus. Jetzt habe ich hier noch mal einmal diese Spitze gefunden, die ist so breit in einem schönen Altrosaton. Und diese super schöne, ich glaube, Mint-Türkis, ganz, ganz, ganz hell. Wieder eine schmale, finde ich auch mega schön. Ich habe ja immer lieber die zum Kleben, aber macht ja nichts. So, dann habe ich, kein Bastelzeug, mir zweimal diese Düfte mitgenommen. Die kostet 99 Cent, ja, die wisst ihr ja, ne? Ich glaube 76. Die haben 99 Cent gekostet und zwar mache ich jetzt Düfte immer in den Diffuser rein. Bis dato habe ich noch nicht wirklich einen Duft gefunden, der mich überzeugt, dass das wirklich in mein Zimmer strömt. Deshalb, jetzt ist jetzt vom Preis kann man sagen, okay, ich habe natürlich auch teure, die will ich jetzt aber nicht da reinschütten, da von Ipuro zum Beispiel. Die habe ich so stehen, die riechen auch so, also die sind wirklich ja mega, aber halt auch recht teuer. Und ja, und ich habe gedacht, ich probiere jetzt, habe ja einmal Vanille und Ocean mitgenommen. Dachte ich, das probieren wir jetzt einfach mal. Dann habe ich noch zwei gefunden, die ich nicht hatte beim letzten Mal. Von den Badesalz. Einmal hier Simba und Nala und die zwei von 101 Dalmatiner.
Dann habe ich mir 3 Aqua-Stifte-Pakete mitgenommen. Und zwar hatte ich erst überlegt, heute sind, also falls jemand Interesse hat, ab heute bis nächste Woche Dienstag gibt es die neuen Aqua-Marker. Da dieses große Paket, 20 Stück, kostet normalerweise 9,98 Euro, jetzt für 7,95 Euro oder 7,99 Euro. Die hatte ich erst im Wagen. Ich brauche aber jetzt eigentlich nicht so viel Aquamarker. Und als ich dann zu dem Regal von dem Bastelkram kam, habe ich auch gedacht, so günstig sind die gar nicht. 20 Stück kosten also jetzt 8 Euro, normalerweise 10 Euro. Und bei diesen Aquamarkern, ich habe mir jetzt bewusst nur die mitgenommen, ein paar schöne Farben, nur so, damit ich mal so Hintergründe mit Wasser gestalte, weil ich brauche die eigentlich nicht. Und da gibt es ja diese 10er-Pakete, die kosten 3,98 €. Da sind wir bei 20 auch bei 8 Euro. Und dieses dicke Paket, wo ich glaube 50 oder 30, ich müsste jetzt lügen, die kosten ja nur 13 Euro. Ist die Frage, brauche ich die, ist diese 20er-Packung nicht so günstig? Egal. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall diese schönen Farben hier mitgenommen. Jetzt so für den Sommer die und die, weil wie gesagt so Aqua mäßig bin ich nicht so unterwegs. So, jetzt habe ich ja noch mal einmal hier so einen Wischer. Den hatten sie beim letzten Mal auch nicht. Jetzt habe ich mir noch mal einen Schwarz mitgenommen. Da ist so ein Poppel, den kann man so an die Duschwand hängen. Finde ich ganz nett. Nicht so groß, nicht so klobig. Ja, der durfte dann auch noch mal mit. Jetzt kommen wir mal zu ein paar neuen Teilen. Gab ja nicht so viel. Ach so, und dann habe ich mir einmal diesen Block mitgenommen. Und zwar bin ich momentan an einer Explosionsbox dran, an einer Wellness-Explosionsbox. Da habe ich mir ganz, ganz viele Ideen geholt. Und da brauche ich Hintergründe aus Holz. Ich habe keinen Block aus Holz. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt nehme ich mal hier diesen mit, die, obwohl ich die ja nicht so toll finde, weil die so dünn sind. Aber hier gibt es dann halt so Lederhintergrund und ja, ist auch jetzt holzmäßig. Und ich dachte jetzt für 99 Cent nehme ich die mal mit, bevor ich überhaupt nichts habe. Hier, jetzt da. Finde ich schön. Durfte der Block mit, obwohl ich ihn eigentlich nicht wollte. Macht ja nichts. Also der Wischer hat hier auch gekostet, ich glaube 99 Cent. Das wisst ihr ja, 99 Cent. Jetzt kommen wir zu den neuen Blümchen, die ich gefunden habe. Schaut mal, sind die nicht süß? Die sind ja mal richtig, richtig süß, oder? Da habe ich mir von jedem 2 mitgenommen, weil die Größe gefällt mir auch sehr gut. Einmal in diese Flieder tun. Ich finde die Größe jetzt super und deshalb habe ich gedacht, da nehme ich mir jetzt jede Farbe 2-mal mit. Diese Farbe, die finde ich auch mega Kombi hier. Nee, da fehlt nur eine. Ich zeige euch die jetzt mal. Diese hier finde ich auch eine mega Kombi mit diesem Vanille- und Aprikot-Ton. Super schön. Und nochmal ganz neutrale Farben, die man eigentlich immer so für alles nehmen kann. In 2-mal und in Pink. Ja, wo ist der andere? Ist auch jetzt nicht da, der kommt gleich. Und davon 2. Also mega süß. 76 Cent. Und nochmal auch jeweils 2 habe ich mir mitgenommen, sind diese niedlichen Blumen. In dieser Farbe und da gab es nur die beiden Farben, aber auch richtig, richtig süß. Ich wollte eigentlich noch diese Blümchen haben, die es eigentlich immer beim Action gibt, nur heute nicht. Ich habe da so eine tolle Karte gesehen, da kann man so einen schönen Blumenstrauß mitmachen, die hatten sie heute nicht. Ich schaue mal, ob ich die noch mal irgendwann kriege. Also das waren, wie gesagt, neue Blümchen, die ich entdeckt habe. Ja, dann habe ich ja 2-mal Vanish, also die habe ich für eine liebe Bastelfreundin mitgenommen. Die wollte jetzt jeweils 2-mal von diesem Finish, weil ich das für mein für dieses Diamond Painting nehme und sie hat gesagt, ich möge ihr die mal mit bitte bringen, damit sie es mal ausprobieren kann. Also jetzt habe ich hier 3, aber 4 sind es insgesamt. Dann habe ich noch mal hier so kleine Stangen hier für den Garten mitgenommen. Also hier für irgendwas, was man hochstecken muss, ne? Fand ich jetzt auch schön. Auch 99 Cent. Ja, rutsch nicht. Ich bin auch nicht fertig. Ich hoffe, das ist nicht zu lang. So, dann habe ich diese Blöcke mal mitgenommen. Auch einmal als
Kaufwunsch und einen habe ich mir selber mal mitgenommen, obwohl ich den nicht wollte. Aber ich habe gedacht, vielleicht jetzt mal mit den Aquafarben. Ist ja so wie Leinwand. Ich gucke mal, ob ihr das gut erkennen könnt. Meine Kamera zoomt leider nicht. Also die habe ich, wie gesagt, einen für mich mitgenommen und drei für die Bestellung. Und dann habe ich mir den letzten, der lag dann nur noch, den habe ich mir dann nochmal angeguckt und habe gedacht, ja, sind so richtig tolle Männerfarben, finde ich, wenn man Karten oder Boxen, wie jetzt zum Beispiel, muss ich noch eine Männerbox basteln und dann hat man immer so bunte Farben. Deshalb durfte der letzte Block davon auch mit. Ja, dann kommen wir wieder zum Garten. Da habe ich mir nochmal hier solche Solarstreifen mitgenommen. Und da sind 50 LEDs, auch mit Solar. Ich finde ja Solar super schön. Die gab es in Weiß, aber ich fand zu weiß. Also nicht dieses Warmweiß. Ich mag dieses Kaltweiße nicht so. Ob Weihnachten oder jetzt, überhaupt nicht. Und da habe ich gedacht, für vorne nehme ich mir jetzt diese Multicolor mit. Fand ich jetzt ganz nett. Das sind nur normale Stripse. Ja, ist ja klar. Ich mache die mal auf. Zeige euch die mal eben. Habe ich nämlich auch eins mal offen. Da habe ich nämlich reingeguckt. Das sind ja nur so... sowas. Kennt man für Weihnachten auch, ne? Wie ich sehe, sind jetzt nur orange und grün. Ich bin mal gespannt. Oh, hier ist weiß und orange. Naja, ob die jetzt bunt leuchten, schauen wir mal. Also die habe ich mir noch mitgenommen, weil ich die sehr schön fand. Und die kostete auch nur 3,98 Euro. Die Schalen, die silbernen Schalen, hatte ich auch vergessen zu sagen, kosteten auch 3,98 Euro. Der Solarbrunnen kostet 6,98 Euro. Dann habe ich hier zwei von diesen... So, das soll die Fliegen nicht fangen. Die hatten ja auch ganz, ganz viel Bienenfänger und so. Ich bin jetzt eigentlich nicht ein... Ich töte sowas gar nicht. Ich gucke, dass ich habe hier ein Insektenhotel und ich möchte eigentlich, dass sie so leben. Ich mache Wildblumen, damit die Bienen daran können. Und deshalb töte ich auch Fliegen, auch so lästig, aber sie sind halt lästig. Deshalb manchmal eine Fliegenklatsche, manchmal muss das sein, finde ich jetzt nicht so schön. Und die fand ich jetzt ganz toll. So ein Propeller. Den stellt man sich dann am Tisch. Da kommt bestimmt ein... Ich guck mal, wie der aussieht. Da kommt dann ein... Ich weiß gar nicht, ob hier eine Batterie reinkommt. Packen wir jetzt mal aus, ihr Lieben. Na, kommst du raus? So. Die Farbe hat mir schon mal super gefallen. Nicht immer so bunten Kram. So. So sieht halt aus. Und dann soll das die Fliegen fernhalten hier. Ja, Tatsache, da kommt Batterie rein. Ach du liebe Hölle, zwei Stück sogar. Hab jetzt leider, glaube ich, keine Batterien hier oben. Ach, wie immer. So, und dann dreht er sich und dann soll der dir die Fliegen weghalten. Wenn du, also hier steht, sollst du dir beim Essen auf den Tisch stellen. Und dann bleiben die Fliegen fern. Ja, da muss man aber auch einen großen Tisch haben, denke ich mal. Naja, habe ich mal mitgenommen. 2,98 Euro hatte der gekostet. Durfte mit, den stelle ich jetzt mal gerade beiseite. Dann habe ich mir nochmal eine Solarlichterkette mitgenommen. Die fand ich schön, da musste ich unbedingt reingucken, weil ich nicht wusste, wie groß die sind. Und die ist auch richtig, richtig toll. Zeige ich euch mal eben. Vor allem die Farbe hat mir auch gut gefallen. Und wir sehen, so. So, so, und dann haben die noch eigene Haken hier. Oh, fand ich ganz nett. Da habe ich gedacht, ja, die nimmst du mit. Da sind 8 Stück. Aber reicht ja manchmal auch, ne? Je nachdem, wohin man hängen möchte. Ja, durfte auch mit. So, jetzt kommen wir zum letzten Teil. Da bin ich auch mal drauf gespannt. Das packe ich jetzt auch mal aus. Und zwar hatten sie hier so eine Wassersprengler. 1 Meter groß. Fand ich schon groß, weil ich habe ja große Hunde. Ich weiß jetzt nicht. Ich mach mal auf, wie stabil das sein wird. Ich habe ja den Pool. Und der soll ja auch... Oh, jetzt ist ja auch noch ein Rot. Oh nein. Okay, egal. So, so sieht der aus wie so ein Planschbecken. Ah, okay. Können sich die Hunde da drunter legen?
Liebe Dani, das ist doch bestimmt auch was für dich. Ja, und dann schließt man das an dem Wasserschlauch an. Der kommt hier ran, Gartenschlauch. Und dann kommt die Fontäne da rein. Ja, ist natürlich nur was für Hunde, die Wasser lieben. Einer ja, einer bei mir nicht. Ja, fand ich jetzt nicht. Die kostete 3,98 Euro. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, hier ist ein Pfeil. Bin ich doof. Habe ich jetzt genau das mit dem Roten genommen, anstatt das mit dem Eis. Ja gut, ich muss sowieso noch mal hin und ja, werde ich mal schauen, ob ich dann mir das andere lieber umtausche. Ja, so meine Lieben, das war mein, wie ich finde, mal wieder groß. Ich habe noch was vergessen. Die hatten nämlich wieder eine neue Tasche. Schaut mal. Die zeige ich euch. Habe ich auch nicht benutzt, weil ich hatte diesmal eine Tasche mit. Ich war ja schon darauf vorbereitet, dass ich viel kaufe. So, und da ist ein Schäfchen im Ballon. Ist das nicht süß? Und hier unten das Kätzchen mit dem Flugzeug drauf. Wie wisst ihr ja, das Schäfchen, ist das nicht süß? Das nehme ich jetzt nur zum Sammeln. Ich Dobi. So, meine Lieben, das war es aber wirklich. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ihr dürft mich natürlich auch per E-Mail anschreiben. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Bastelvideo. Ich zeige euch natürlich auch, wenn die Explosionsbox fertig ist. Und ansonsten sehen wir uns. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Eure Marion von Marions Kreativladen. Tschüss, meine Lieben.